Es ist soweit, endlich hat Wien ein Festival und das direkt vor seiner Haustüre. Gleich bei der SCS ist das Festivalgelände Vösendorf und das eröffnet heute im ganz großen Stil mit einer 24-Stunden-Party. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das bei den Gästen so ankommt. Die Künstler für den heutigen Tag gestellt, beziehungsweise auch für die Nacht. Ja. Wie bist du das Ganze denn angegangen? Wie ist die Auswahl getroffen worden, wer da heute kommt? Also grundsätzlich, meine Firma wurde beauftragt, die Künstler für diese Veranstaltung zu stellen. Wir haben dann natürlich das Konzept überliefert bekommen und der Grundgedanke des Festivals ist eigentlich, dass man ein wenig die Acts, die das ganze Jahr über in den Clubs von Wien erfolgreich spielen und diese auch gut ausverkaufen, dass man die einmal sammelt und quasi auf einer gesammelten Plattform präsentiert für Jung und Alt, von Tag bis Nacht und einmal quasi die gesamten Möglichkeiten des Veranstaltungsrahmens quasi hier ausnutzt. In dem Fall haben wir dann natürlich versucht zu schauen, logischerweise, wer hat gut gespielt, wer hat gut verkauft, als auch natürlich national zu schauen, wer hat sich hier bemüht, um ein bisschen so diese Belohnung auch wieder hervorzukehren, weil letztendlich finde ich, ist es sehr wichtig, dass sich die Künstler natürlich auch ihre Auftritte verdienen müssen mit der fortlaufenden Arbeit. Und das ist eigentlich das bunte Potpourri. Etwas, ich möchte sagen, im Trend programmiert, aber doch mit einer gewissen Breitenwirksamkeit. Wer würdest du sagen, ist denn wirklich so das Highlight? Also grundsätzlich, die Idee des Festivals ist es, kein einziges hervorkehrendes Highlight zu haben und quasi gegen den Trend einen einzigen überbezahlten Headliner zu haben, der 80% der Kosten verschlingt und das quasi wieder auch aufs Ticket umrechnen zu müssen, sondern die Idee war eben quasi mehrere gleichwertige, gute, qualitative Künstler zu buchen, um A, mal auch im Preis für den Endkonsumenten hier in einem fairen Rahmen zu bleiben, als auch natürlich ein bisschen neue Trends zu setzen und nicht nur quasi an den Bestehenden sich versuchen draufzusetzen. Was macht dieses Festival so besonders? Weil die Leute so wunderbar harmonieren, nicht so wie beim Nürburgring und so, da sind immer so feindliche Gesellen unterwegs. Da ist das total super. Und weil der Bankomat so neu ist, das ist auch super da. Wie findest du das Festival? Ja, an sich ganz gut. Ich finde so viele Stages irgendwie unnötig. So leibende Location, coole Party, coole Mucke und ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, öfters herzukommen. Besonders macht ein Festival eigentlich, finde ich, immer die Leute generell, weil sie einfach die Stimmung ausstrahlen. Und du kannst aufbauen, was du willst. Wenn du die Leute nicht in die Stimmung bekommst, dann hast du kein Festival. Und ich denke mir, das haben sie hier aber geschafft, weil die Leute sind gut drauf und das ist alles, was ein Festival braucht. Was sagt ihr zum Gelände? Also ich finde es super leibend. Es gibt was zum Schwimmen, aber es kommen leider keine Blubber. Aber es ist trotzdem leibend. Extrem cool, muss ich ehrlich sagen. Habe ich noch nie was Cooleres gesehen, vor allem den Preis. Das war ehrlich, das ist, ich verarsche echt nicht so wie vorher. Extrem gut, ich muss sagen, ich war jetzt schon drüben und da herum. Und ja, eigentlich habe ich mir noch mehr Leute vorgestellt, aber bis jetzt taugt es mir eigentlich, auch wenn nicht so viele Leute da sind. Die ganzen Acts, die Musik, es ist der Hammer. Bist du wegen eines Live-Acts gekommen oder wegen dem Gesamtpaket? Auf jeden Fall wegen dem Gesamtpaket. Ich fiel in Europa herum, ich fahre herum und schaue mir verschiedenste Festivals an. Und natürlich, wenn dann eins gleich neben dem Heimatort ist, fährt man da natürlich auch hin und dementsprechend, ich bin begeistert. Also auf jeden Fall internationales Niveau. Das Gesamtpaket, muss ich sagen. Ich habe, ehrlich gesagt, habe ich zuerst Wankelmut gelesen und dann habe ich mir gedacht, ja wurscht, so oft gehst du gar nicht fort. Schaust du mal auf das Festival und ich finde das eigentlich bis jetzt echt leibend, weil es gibt keine Schlägereien oder sonst irgendwas. Ich finde es cooler. Auch das Gesamtpaket, aber ein Freund von uns hat VIP-Karten gewonnen, deswegen haben wir auch Karten gekauft, aber
Wegen Wankelmut, ja, wegen Wankelmut sind wir gekommen, ehrlich gesagt. Und lauter Supermesser. Wegen was? Lauter Supermesser. Das, was ich sage, ja. Lauter Supermesser. Aus gegebenen Anlass, ihr schwimmt gerade im Pool und das bei einem Festival. Wie lässt sich das vereinen? Ist das eigentlich... Ja, ich habe keine Badehose mit, das ist schwer, aber ich musste halt die Badehose ausziehen und irgendwie trocknen und dann halt so ohne Unterhose in meine Schuhe wieder reinschlüpfen. Das ist eine Herausforderung. Also Tipp, Badehose mitnehmen, ganz wichtig, wenn ihr hier in die Pyramide auf ein Festival geht. Das ist essentiell. Wie hält man denn 24 Stunden Party durch? Schwimmzeit? Ah, da fragen Sie den Falschen. Auftakt für dieses Festival.